Seid gegrüßt, Volk, ihr habt natürlich keinen Bock auf ein 30-Minuten-Tutorial, also mache ich jetzt ganz, ganz schnell Nidra, Edra und Farodra, wo sie spawnen, was ihr braucht. Ihr seht auch schon, welche Sachen was droppen. Doch vorher Schreine der Drachen besuchen, sonst spawnen die Teile nicht. Hier habt ihr die Locations, wo das jeweils ist. Seht ihr, ihr könnt es auch zur Not noch pausieren. Also werdet ihr schaffen. Ich werde jetzt nicht sagen, was ihr da machen müsst, das schafft ihr auch schon so. Das steht da unter anderem Ende. Okay, nein, Spaß. Wir machen jetzt weiter. Was ihr jetzt noch wissen wolltet, wo und wann natürlich und welches Equipment wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht bei der ganzen Geschichte. Fangen wir mal mit Eldra an. Eldra spawnt nördlich von Hyrule, also quasi dort, wo dieses Riesenfossil ist, um 0 Uhr. Klatscht euch ein Lagerfeuer hin, wartet bis nachts, dann kommt ihr auch da runter geflogen. Benutzt den Aufwind, den der Drache selber erschafft und ja, macht das. Ihr holt euch am besten den Gerudo-Bogen, weil er ja lang feuert, also ihr könnt dadurch eine höhere Reichweite haben, anstatt hier mit so einem scheiß Chimärenbogen, der einen scheiß Bogen mit dem Pfeilen macht. Gut, der nächste ist dann bei Nidra, 5 Uhr, Osttor in der Nähe von der Ranelstraße, also das werdet ihr auch schaffen, einfach hinschillen und dann werdet ihr schon sehen, dass der oben von diesem Berg runterfliegt und ja, mehr als warten müsst ihr eigentlich nicht machen und dann halt zu ihm runterfliegen und irgendwas, was ihr halt haben wollt, angreifen. Der nächste ist Farodra, da habe ich noch ein extra Video zu gemacht, wie ihr relativ schnell Geld bekommen könnt. Da geht ihr am besten in diese Höhle, legt euch ein Lagerfeuer hin, vielleicht noch eine Fackel, weil diese Fackel automatisch das ganze Lagerfeuer jedes Mal neu am Tag entzündet. Dadurch spart ihr euch das Anzünden. Und Farodra wird um 5 Uhr morgens genau vor eurer Nase spawnen, Aufwind benutzen, abschießen, Sachen sammeln, fertig. Das ist alles, was ihr über die Drachen schon wissen müsst. Das ist in 2 Minuten gemacht, da brauche ich keine 10 Minuten euch das jetzt erklären. Ihr müsst da nicht blöd sitzen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auch noch in Zukunft weiterhin so kurze Tutorials machen, also könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Ja. Und so, ich gehe jetzt schlafen. Bis dann.